Hallo, guten Tag, Herr Schimau. Hallo, Herr Rüsch. Also toll, dass du hier auch so einen tollen Artikel in die Zeitung bekommen hast. Fensterspiegeln alte Prachtweder. Der Herr Schimau hat also richtig Hand angelegt, einen Schandfleck in Duisburg verschönert. Oder es ist noch im Entstehen. Dahinter waren ja die alten Bilder. Ja. Und so kann man ja eine Innenstadt verschönern. Die Frage von Future City Duisburg. Mhm. Wie stellst du dir eine Zukunft in Duisburg in der Innenstadt vor? Ich fühle mich ja so integriert, total. Also integriert, das heißt mit Empathie. Ja. Und richtige Empathie, das heißt, ich habe so eine Freude, dass ich bin zu Hause. Was heißt zu Hause? Das heißt, ich bin du und ich bin Ulrich. Und ich bin alle die Leute, die sind hier, die machen das für die Stadt. Nicht unbedingt für Business oder so. Ja. Sie sind hier geblieben und gelebt. Leben. Und wenn du fragst mich also, warum habe ich das gemacht, Beispiel, warum habe ich das gemacht? Weil in den 70er Jahren, 60, 70 Jahren, da war hier ein Treffpunkt für die Treffpunkt Musik, für die Musik. Hier, also, ne? Und das war begründet gewesen. Der erste Nightclub oder ein Dancing in der ganzen Welt, also mit DJ und so. Ja. Und das ist für mich also auch ein mein erster so Spaß hier gehabt und und es ist Gefühl, vor allen Dingen im Stadtzentrum. Ja. Also es ist ja in der Presse gewesen, es soll aus Güterbahnhofsgelände ein neues kommen. Ja. Also du bist für die Wiederbelebung hier für die Innenstadt. Und wie man hier in dem Artikel lesen kann, weißt du ja schon ein bisschen mehr. Mhm. Hier soll also Gastronomie entstehen. Ja, unten also auf Parterre, also wir brauchen auch so viele Gastronomie. Ja. Hier in Duisburg, Café wie in Paris und wir. Diese Gassenflair und dass die Tourist kommt hier und sitzt und fühlt sich also unterhalten zusammen. Ne? Mhm. Und hier natürlich, das wird eine Erde geschossen, also eine Gastronomie. Ja. Und oben, also für über 40 Zimmer, für Hotelzimmer, also für unsere Gäste, also die kommt aus international. Ja, und ja, hinterher schon groß. Und das dort Hotel wird eine Belebung ein Name haben, das heißt Artist-Hotel. Also das Kunsthotel heißt, auf Deutsch. Ja, in die Sinne, das heißt, der wird Ausstellung hier in dieser Saal Gastronomie. Mhm. Das ist, was der Besitzer träumt zu machen, also zu realisieren. Und das ist nicht weit von Kantpark, von Museum und nicht weit auch, klar, es in Ecke hier mit, da vorne mit, ist die Königstraße. Mit der Königstraße. Das ist der Herste, der Duisburg, Herste der Nordwestfalen. Nordwestfalen, der Herste der ganze Deutschland. Danke für das schöne Interview.